Vibi, wir sind immer noch gleiche Stelle, gleiche Welle. Ich wollte mir mal die Challenges angucken, ne? Das sind die Rusefälle. Hier müssen wir Bogenschießen-Kram machen. Guck mal, da können wir doch eigentlich mal... Ach, das ist mit Kämpfen, da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Das ist der Schreinwächter, da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Hier müssen wir Jump'n'Run machen. Ach, wisst ihr was, ich habe gar keinen Bock auf die Challenges, ehrlich gesagt. Wir ziehen uns lieber hier die Toshi-Maske auf und checken mal das dritte Kapitel ab. Komme ich bis da hinten hin? Nö. Gut. Ey. It's getting cold in here. So, please give me more clothes. Achso, wie sieht es eigentlich mit Karma und Upgrades aus? Da müsste doch noch ein bisschen was gehen, ne? Wir haben jetzt hier haben wir mittlerweile alles freigeschaltet. Wir können halt eine Rod-Aktion, das ist natürlich auch geil. Die Stärke wird erhöht. Im Bogen schießen. Wir nehmen mal, was nehmen wir denn als nächstes mal mit? Den Pfeil benutzen wir tatsächlich momentan ganz schön viel, ne? Wir geben mal alles für Pfeile aus. Habe ich auch einen Bogen, einen Pfeil mehr im Köcher, ist auch ganz schön. Bin mal gespannt, ob wir noch eine neue Fähigkeit bekommen. Oder ob unser Set an Moves und Fähigkeiten, die wir haben, jetzt so vollständig ist. We will see. Ein neuer Schrein. Hallo, Nadu. Wow. Hier sieht's ja abgefahren aus. Und gleich die nächste. Ahaha. Haben wir vielleicht gar keine Levelabschnitte mehr, sondern gehen jetzt direkt in den Bossfight? Oha. Oha. Oh, entschuldigt bitte. Ich bin auf ein falsches Knöppel gekommen. Es geht so vor, weil er... Da. Oh, die Dudes haben auch schon Angst. Eieieiei. Oh, 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 oh. Ah. Oops. You have come far, Spirit Guide. Bridge, bitte. Bridge of Spirits. What is it that you truly seek? Oh, 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 oh. What are you hiding? Why are you here? Feel your true intent. You pretend to care for these spirits, but really, you only serve yourself. You cannot hide your weakness from me.
me find him? Don't worry. We can look for him together. This is his staff. He can't get home without it. Can you carry it for me? Take it slow. You've traveled a great distance. Crossing over is no easy task. Toshi's spirit was different, stronger than the others. He was able to push me from his memories. Toshi wields an untamed power, but that is not why you failed. Corrupt spirits feed on the conflicts within ourselves. My father told me stories of the Sacred Mountain Shrine and its connection to the spirit realm. After I lost him, I set out to find the shrine, hoping it would make me a better spirit guide. I've always known he was gone. But I thought if I could help enough spirits find peace, he would see me and be proud. Many spirit guides have come before you, but they have all failed. Your father would be proud of who you've become. Toshi could not accept the fate of our village. He destroyed the sacred creature and broke the natural cycle of the land. It seems Toshi has hidden his relics in the spirit realm. You will need to cross over to search for them. Look for gateways in the village. Dash through them to reach the spirit realm. Okay, das ist... Aber das in der Story, da gab es jetzt nicht gerade... Also, das war irgendwie ein bisschen seltsam, finde ich. Es lag nicht an seiner ungezügelten Kraft, dass er uns aus seinen Erinnerungen zurückgedrängt hat, sagte der Alte, sondern der Alte sagt, er nährt sich von den Konflikten in uns. Und entweder wir wissen jetzt noch nicht, was der Konflikt in China ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das Einzige ist, dass China sich Mühe geben wollte und will, dass ihr Vater stolz auf sie ist und sie irgendwo sieht. Das erscheint mir jetzt irgendwie wie so ein, also nicht so wie so ein krasser innerlicher Konflikt, sondern jetzt, also es ist halt nicht so ein innere Zerrissenheit, sondern der Wunsch, dass die Eltern stolz auf einen sind, das ist ja eher was Schönes, was Motivierendes, finde ich zumindest. Also erscheint mir jetzt irgendwie nicht als der krasse Konflikt, der Kinder davon abhält, den Geist zu besiegen. Es sei denn, wir kriegen vielleicht noch irgendeinen anderen in der inneren Konflikt von China serviert. L1 gedrückt halten und R1, um einen Spurt hinzulegen. Gucken wir uns das mal an. Aha. Und wir haben keine Abklingzeit. Aha, doch, das geht auf die Schildenergie. Ich verstehe. Toshis Angst, das können wir momentan noch nicht machen. Achso, wir können das mal da hinten lang. Warum ist denn das? Das ist eine komische Tastenkombination, finde ich. Das hätte man auch anders machen können. Aber ich glaube nicht, dass ich das beeinflussen kann, ne?
Hier ist die Rod-Aktion, da ist normal. Und wo ist denn R1 plus R2? Aha, da müsste man quasi das und das woanders legen und das wäre natürlich völliger Quatsch. Gut, dann ist es halt so. Kann ich hier auch normal durchgehen? Ja. Nee, wollte ich sagen. Puh, Geisterwelt. Welcome to the Ghost World. Pfad des Maskenmachers. Ob ein Dash auch Schaden macht? Ob ich mit meinem Dash hier durch kann? Nö. Au! Ey! Lass das. Eine Kampfkiste. Hey! Freue ich mich ja total. Mit Zeit oder ohne Zeit? Besiege alle 5 Feinde, ohne getroffen zu werden. Okay, das haut schon mal ziemlich rein. Ist schon mal ganz cool. Aber warum habe ich denn so wenig NRJ? Das ist die Challenge, oder? So, noch 2 Feinde. Und dann jagen wir dir mal noch einen Rod-Pfeil rein. Okay, der Dash macht offenbar relativ viel Schaden. Das ist ganz cool. Das finde ich ganz nice, aber ich schätze mal, ich habe keine Upgrades mehr dafür, oder? Nee. Badaut hat's gemacht. Ein kleiner Explosionsdude. Au. Gut. Hahaha. Okay, das finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Mit diesem Dash. Boah, Junge! Ciao! Was ist denn eigentlich mit dir? Ach, schade. Ciao! Ja, cool. So langsam, ne? Das sah doch jetzt ganz... Also, der Dash ist eine sehr angenehme Erweiterung für unser Moveset. Finde ich gut. Finde ich gut. Cool. Cool, 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 cool. Was ist denn das? Okay, ist ja ein lustiger Top. Wo müssen wir denn hin mit dir? Dahin? Nee. Ist alles so dunkel hier. Sehe ja auch nichts. Vielleicht hier rein. Wow, wo geht's denn hier lang?
Ja, hier oben kommt das sicherlich nicht hin. Ich glaube, habe ich mich ein kleines bisschen verrannt. Wir können erstmal hier oben checken, was hier versteckt ist. Bestimmt eine Truhe oder sowas. Und dann gucken, wo wir unten da mit den Duftkerzen hin sollen. Ah, ist aber ein hoher Turm hier, oder? Aha, Geisterpost. Cool. Oh, das war glaube ich, blöd. Ja. Hupsi, hey. Ja, habe ich ganz vergessen. Fall Damage und so. Gibt's ja auch noch manchmal in Spielen. Okay, das war jetzt unnötig. Jetzt nochmal ordentlich, bitte. Habe ich da gerade die Augäpfel von innen gesehen? Gut, ja. Der Topf ist wieder resettet. Was ist denn das hier? Heilung? Aha. So, was mache ich denn mit dem Topf hier? Wir suchen einen Flag, wo ich den Topf logisch, also wo ich den Topf hinstellen könnte. Etwas Sinnvolles. Das sind Duftkerzen. Räucherstäbchen, ne? Räucherstäbchen, Freunde. Was machen wir denn mit den Räucherstäbchen? Guck mal, wir können ja vielleicht mal... Aha, okay. Ja. Das sieht sinnvoll aus. Stellst du doch mal bitte da ab, ihr Hübschen. Und wechselt euch mal ab beim Tragen. Nicht, dass immer einer alles alleine macht. Haha. Ups. Das war nicht der Plan. Das hier war der Plan. Süß. Cool. Etwas diesig hier die Nummer. Aber wir sind ja auch im Geisterreich. Aha, damit kann ich nichts anfangen. Verpasst. Gerade verpasst das Teil. Mal gucken, ob das was bringt. Loot hat's jetzt gebracht. Aber mehr als Loot hat's auch nicht gebracht, ne? Nö. Na gut. Nehmen wir so hin. Gut, noch ein paar Gegner. Ciao. Da werden sicherlich gleich auch wieder ein paar kleine von den kleinen. Ja. Ekelbomben Dodorinus in die Ecke kommen. Das war klar. So, mein Freund. Dann kriegst du noch mal den hier in die Fresse und den. Ciao. Haha. Cool. Sehr schön mit dem Dash. Oh, vorsichtig, Kina. Was ist denn das da eigentlich? Kann ich euch da zum Leuchten bringen? Ah, kriegen wir bestimmt gleich raus.
kriegen wir bestimmt gleich raus. So, wirf das mal dahin, bitte. Okay, habe ich nicht getroffen. Oh, okay. Hm, da komme ich noch nicht hin. Dann machen wir erstmal hier. Eine Geisterpforte, die durchdashen wir mal wieder und dann landen wir hier oben. Das stürzt gleich wieder ab. Das lassen wir mal. Warten wir mal ganz kurz ab. Hey, Clara. Immer auf so rumzuwuffen. Ah! Okay. Also euch hier. Muss quasi den Kram hier einmal entzünden. Genau. Dann hier durchdashen. Und das bleibt relativ lange da stehen. Da habe ich Zeit, immer den nächsten dann wieder zu knacken, ne? Dann kann ich dich knacken. Dich. Oh, 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 das wird jetzt richtig unangenehm, die Nummer. Also unangenehm knapp. Oh, hier passiert aber viel auf einmal, ne? Oh, wo geht's denn hier weiter? Shit, 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 ich sehe nicht, wo es weitergeht. No, das wird mein Verderben. Da. Huch. Eieieiei, die habe ich aber spät gesehen, die Blume. Hopp, 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 hopp. Ein Kampf. Na ja, dann los, Freunde. So, erstmal den. Au! Das war der falsche Gegner. Den solltest du nicht angreifen. Das war Quatsch. Au! Hoho! Gleich zwei von der Sorte, ja? Das war ja klar. Okay, okay. Was habt ihr davon, Freunde? Wo ist jetzt das Herz des Waldes? Ha? Was war denn das? Ah, das war ein Wasserfall. Dachte schon. Ach, hier ein kleiner Freund. Saju, ah. Verrate mir deine Geheimnisse. The mask I craft only helps the spirit who has loved us. Your duty is to the people who remain. I am afraid the burden of a village leader. Okay, irgendwas mit diesen Masken. Interessant. Na gut, wir machen weiter in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, Kakao.